Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Let's Play Transport Fever. Und da heute hier die Linien da sind und wir hier mal nicht das, sondern das Schiffchen reinmachen, wollen wir uns heute mal um die Verkehrswege kümmern. Dass das ja auch läuft. Diese Funktion sehr schön. Ist das hier Innenstadt? Schaut aus wie Innenstadt irgendwie, ne? Erstmal noch so ein bisschen. Ah, müssen wir das Ganze wegnehmen. Das nützt dann nichts. Welche Brücke wollen wir nehmen? Die moderne? Na, wohl eher nicht. Nehmen wir mal die hier. Okay. Würde nicht funktionieren. Muss ich das Stück auch noch mal wegnehmen? So. So. Also wird es gehen. Zack. Und hier die kleine Landstraße weiter. Zack. Super. Haben wir hier wieder eine Anbindung. Und jetzt fehlt nur noch hier die Anbindung. Hier ist auch noch ein kleines Stückchen. Na, hier Ewerdestring. Machen wir ja mal nicht so einen Knick hier rein, sondern eine etwas gebogenere Straße. War auch nicht möglich. Zack. Mal nur die erste Hälfte. Oh, gehen wir mal nach oben, dass wir auch gerade waren. Mal wieder so. Möchte hier eine nicht so. Nein. Zack. 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 Vielleicht jetzt nicht die beste Brücke, die ich gebaut habe, aber sie ist schiffbar. Das freut mich auf jeden Fall. Nur Klammer und Follow von. Sehr gut. Jetzt sind nämlich hier oben keine Warnungen mehr. Super. Einsame Spitze. Und hier am. Wartet hier schon was? Hier wartet noch nichts. Baumstämme. Produziert das schon? Noch nicht. Aber jetzt. Jetzt produziert. Super. Ist da eigentlich richtig dynamisch jetzt hier Sachen hintransportiert werden? Warte mal, hier. Hier sind es doch, ne?
müsste ja eigentlich so sein. Also laut den Sagungen, dass es so. Ja, guckt euch es an. Super. Das finde ich ja klasse. Also finde ich richtig gut, dass die Entwickler sowas gemacht haben. Richtig schön. Richtig schön. Ihr kommt da hier mit 5 Baumstämmen und kann ja gleich Holz mitnehmen. Passt auf. Ja, der liefert ab und bringt Baumstämme dann weiter. Zack. Aber warum gehen die hier? Wir müssen doch hier mitnehmen, ja. Kann man ja nicht irgendwo Cargo anzeigen lassen? Das ging bei Train Fever. Ich weiß, ob es hier. Also hier geht's anscheinend nicht. Also fahren die dann leer wieder zurück. Finde ich ja ein bisschen blöd. Das ist noch nicht so gefuchst. Die stehen jetzt hier auf jeden Fall, die Bretter, und kommen nicht weg. Weil die keinen Abnehmer haben irgendwie, die Bretter. Aber die sollen ja hier hin. Beziehungsweise ja hier hin. Warte mal, da tun wir die Linien hier mal zusammenschweißen. Dann machen wir da mal eine Linie draus. Sozusagen den Linienmanager öffnen und dass diese hier diese und diese, das sind diese, genau, die fahren sozusagen. Warte mal, dann machen wir nochmal anders. Entfernen, entfernen. Haltestellen hinzufügen. So. Zack. 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 So machen wir das. Dann machen wir die Wägelchen, die hier jetzt sind. Die tun wir alle auf eine andere Linie zu weisen. Wie mache ich das hier? Linie. Zack. Zack. Jetzt immer hier draufklicken. Zack. Den habe ich. Den noch nicht. Zack. Irgendjemand vergessen hier. Habe ich noch jemanden vergessen? Ne, den hier. So, Linie zuweisen. Zack. Und hier fährt auch noch einer. Linie zuweisen. Zack. Haben wir die 6 Leute. Eine neue Lokomotive haben wir gerade freigeschaltet. Das ist die BR53 Preuß G3. Gucken wir uns mal an, wie die ausschaut. Haben wir ja mal ein Depot, hier haben wir ein Depot, Züge kaufen. Die haben wir hier, die kann 50 Stundenkilometer, die kann 45. Gewicht von 38,32, eine Leistung von 160 Kilowatt, die hat nur 90. Zugkraft von 60 Kilonewton, die hat nur 20. Das ist doch gut. Das ist eine Güterlok eigentlich, eine perfekte. Betriebskosten 64,7000 pro Jahr. Und die 36,6, ne, logischerweise. Lebensdauer 25 Jahre. Die haben alle beide 30. Ich glaube, ich habe jetzt hier geguckt, oder? Nein. Ja. Haben alle beide 30. Lesen wir noch vor. Eine dreifach gekoppelte Güter. Güterzuglokomotive mittlerer Leistungsfähigkeit mit preußischen
Staat der preußischen Staatseisenbahn. Mensch, ja, heute schwere Sprachstörung, ja? SSS, schwere Sprachstörung. Guck mal, die sind noch gar nicht mal hinten angekommen. Ja? Ist so gut so, weil hier ist noch nichts. Bringt ihr jetzt Bretter mit dir? Nee. Aber ihr erwartet auch nichts. Ey, die Bretter, was ist denn los? Musst du erst warten, bis die einen Abnehmer haben? All die Bretter müssen ja im Endeffekt mit den Schiffen, die erst da sind, hier hinter. Eventuell. Guck mal hier. Der hat auch nichts. Produziert das schon? Nee. Es müsste eigentlich schon produzieren bald, oder? Weil das Schiff, das pendelt wahrscheinlich schon mehrere. Wie alt ist das jetzt schon, das Schiff? Details? Ja, es ist schon alt. Muss so langsam mal hier checken, dass es hier was gibt. Ja, wir machen ein gutes Plus, sehe ich gerade. Plus von 1,9 Millionen, das ist gut. Sehr gut. Wir haben 2,6 Millionen, das ist auch noch besser, ne? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Was mal mit dieser Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao. Wollte ich sagen.